Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle und erst einmal möchte ich mich bei euch bedanken wegen der ganzen Zusammenarbeit. Also ich kann euch das mal in Zahlen nennen. Gestern war ein recht schöner Tag. Ich hatte ja dieses Video gemacht über Bayern Bonus und es ist recht gut angekommen und wir haben schon fast 300 Kommentare auf diesem Video. Nur an Meinungen von euch. Auf Strawpoll haben wir fast 1000 Votes. Also das macht mich richtig glücklich und das freut mich auch, dass es gut ankommt. Und ich finde so Meinungsvideos immer geil, weil ich finde es toll zu sehen, dass nicht jeder dieselbe Meinung hat. Denn das wäre auch komisch, wenn es so wäre. Dann hatte ich gestern noch auf Instagram ein Bild gepostet, wo ihr mir und meiner Mannschaft Fragen senden konntet. Und unfassbar, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich meine, es sind extrem viele Kommentare. 479 Kommentare, meine Damen und Herren. Das ist Wahnsinn und ich habe mir gedacht, da jetzt ein Video rauszumachen, das wäre totaler Blödsinn. Deswegen beantworte ich heute meine Fragen alleine und ab morgen zusammen mit meiner Mannschaft. Also ich mache zwei Videos draus. Wäre natürlich auch scheiße für euch, wenn so viele Kommentare wären und es wären nur 10 Kommentare genommen oder so. Deswegen versuchen wir heute natürlich so viel wie möglich zu beantworten, Freunde. Da kommen wir auch schon zur ersten Frage. Die kommt von Dine Kilic. Welche Musik hört ihr in der Kabine vor dem Spiel? Hashtag Kreisliga. Also es ist immer unterschiedlich. Meistens ist es eher Hip-Hop, DMX und Red Hot Chili Peppers wird auch oft gehört. Und sobald wir rausgehen, das ist eigentlich total lustig, da wird immer die Theme-Musik oder die Filmmusik von Rocky benutzt, als er damals in den Ring gekommen ist. Also das sind so die Sounds, die wir eigentlich hören. Vorwiegend ist es wirklich Hip-Hop. Wir hören auch Trajack. Trajack kennt ihr, das ist der Rapper, bei dem ich auch die Musik benutzen kann unter YouTube-Videos. Also kommt immer drauf an, aber wirklich vorwiegend ist es nur Hip-Hop. Benny Richtering fragt, was war die höchste Niederlage mit diesem Team? Da muss ich kurz überlegen, aber das war sicherlich letzte Saison. Ich glaube, das war ein 8-2 oder so, irgendwie sowas um den Dreh, als wir letzte Saison abgestiegen sind. Da haben wir schon echt Schläge kassiert, das ein oder andere Mal. Aber ich finde es auch immer wieder schön zu sehen, dass man durch Niederlagen zusammenwächst und dass der Zusammenhalt dann immer wieder stärker wird, weil wir bleiben nicht liegen, wir stehen schon immer wieder auf und sieht man auch in dieser Saison 33 Punkte, Platz 4. Es gibt natürlich einfach Mannschaften, die sind in dieser Saison besser, aber wir haben dann noch die Rückrunde, um vielleicht noch unser Maximalziel Aufstieg zu erreichen. Dann die Frage von HB14. Pläne für die Rückrunde? Natürlich haben wir immer wieder Pläne und gerade auf YouTube bezogen gibt es richtig nice Neuigkeiten. Wir haben einen Sponsor gefunden aus Dänemark, die uns supporten möchten und da wird es zum ersten Rückrundenspiel ein Placement geben und die werden uns Geld für die Mannschaftskasse geben und ein bisschen für den Verein und die haben schon durchsickern lassen, dass sie dann weiter mit uns arbeiten möchten, sprich Bandenwerbung und sowas. Also beim nächsten Rückrundenspiel wisst ihr natürlich, wer es ist. Es ist eine Firma aus Dänemark, die natürlich auch mit Fußball zu tun hat. Nicht nur das, Freunde, wird in der Rückrunde passieren, sondern wir haben neue Layouts. Sie sind vorgestern fertig geworden. Jetzt gibt es Updates, gibt es Tabelle, dann gibt es neue Einblendungen und pipapo und noch mehr geilen Stuff wird gemacht. Und da werdet ihr jetzt noch mehr reingebunden in diese Videos, denn ihr könnt teilweise mitentscheiden. Also freut euch drauf. Und ja, dann noch mannschaftsbezogene Sachen. Wir wollen uns in der Rückrunde natürlich so viele Punkte wie möglich noch holen, um halt aufzusteigen. Wird schwer, wir haben viele Abgänge, auch viele Neuzugänge. Die müssen wir erstmal einarbeiten oder in die Mannschaft integrieren. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückrunde. Die beginnt ja am 5.3. Dort spielen wir dann in Reit 08. Viele, die es kennen, kommt doch gerne vorbei. Das ist ein Freitagabend, denn die haben das Spiel vorverlegt auf 20 Uhr. Leider auf Asche, trotzdem wird das ein geiler Rückrundenstart. Ich freue mich, es sind zwei Wochen. Wer von euch Zeit hat, den will ich supporten sehen. Ich werde es natürlich nochmal auf Twitter schreiben oder sonstigen Social Media Kanal, da werde ich natürlich hinschreiben. Leute, wir spielen in Reit, kommt gerne mal vorbei. Ich würde mich immer freuen und auch sonst, wenn ich nicht sage, dass wir da oder da spielen, ihr könnt immer vorbeikommen. Ihr müsst keinen Eintritt, nichts bezahlen. Kommt gerne vorbei, Freunde. Niklas hat auch eine geile Frage gestellt. Niklas1103, rastet einer manchmal aus beim Spiel? Der Einzige,
konnte auf dem Platz ausrasten. Ich bin sehr, sehr emotional und hitzig. Und wenn ich sehe, also ich weiß, wenn ich Fehler gemacht habe, dann stehe ich dazu. Und ich bin aber jemand, wenn ich sehe, dass da einer ein Tor schuld ist oder einen Fehler gemacht hat, dann muss ich sagen, dann muss ich kurz mal ausrasten. Dann schreie ich rum und denke mir so, warum ist das jetzt passiert? Weil es sind so elementare Sachen, wie zum Beispiel ein Pass über 2 Meter spielen. Da hoffe ich einfach, dass das funktioniert. Und wenn das dann teilweise mal nicht funktioniert, dann muss ich mal kurz ausrasten. Aber eigentlich bin wirklich nur ich das auf dem Platz, der ausrastet. Das ist einfach so. Ich bin ein sehr, sehr, sehr ruhiger Mensch. Aber wenn es um Fußball geht, da brennen auch mal die Pferde mit mir durch und dann gehe ich auch mal amok, Alter. Levke0803 fragt, wie ist die Stimmung bei euch, wenn ihr verloren habt und wie ist sie, wenn ihr gewonnen habt? Das ist natürlich eindeutig. Auch wenn wir in der Kreisliga spielen, willst du ja trotzdem nicht verlieren. Wir verdienen ja auch kein Geld dadurch, sondern wir machen das ja wirklich nur aus Fun. Wir bezahlen sogar Geld dafür. Es ist natürlich klar, dass du keine Spiele verlieren willst, denn wir wollen auch gewinnen. Wenn wir es dann mal nicht schaffen, dann natürlich ist die Stimmung dann eher bedrückt. Wenn wir gewinnen, ist sie natürlich ausgelassen und wie ihr die Kreisliga kennt, gibt es dann auch das ein oder andere Bierchen, Freunde. So ist das in der Kreisliga und das macht das Ganze auch cool. Wir treffen uns danach immer in der Bude und trinken was zusammen, quatschen noch ein bisschen, das ist meistens so eine Stunde und dann hauen wir alle ab. Bei den Niederlagen ist das meistens nicht so, weil auch keiner Bock hat, den möchten dann direkt nach Hause chillen und so. Ist natürlich verständlich, aber das sind eigentlich so die Stimmungen nach einer Niederlage oder nach einem Spiel, was gewonnen worden ist. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Stimmung schreiben oder schreiben, wo ihr spielt oder was eure Mannschaft ist, wo ihr gerade steht. Einfach unten in die Kommentare, Freunde. Das würde mich wie immer mega freuen. Auch eine schöne Frage von Malte Messmann. Wie läuft bei euch das Training ab? Es ist so, dass wir mittlerweile zur Vorbereitung haben wir 3-mal die Woche Fußballtraining. Montags, mittwochs und freitags. Montags ist natürlich so, wenn wir ein Testspiel sonntags haben, dann ist montags eher ruhiger. Da machen wir natürlich nur Übungen mit dem Ball, kaum Sprints und sowas, meistens im Abschlussspiel und rein Regeneration. Mittwochs ist es dann wirklich immer intensiv, meistens immer nur laufen, bis in der letzten halben Stunde bis 20 Minuten, dann wird nochmal ein Spielchen gemacht, wenn der ein oder andere dann auch kann. Diese Woche ist es zum Beispiel so, dass wir morgen, also wir Mittwoch in die Halle gehen, weil wir einfach ja, am Wochenende keinen Fußball haben, denn es ist Karneval ja bei uns und der eine oder andere geht dann feiern, deswegen fallen die Spiele aus. Und freitags haben wir dann meistens immer Laufen, da gehen wir joggen, diese 8 bis 10 Kilometer, immer unterschiedlich, je nachdem wo, hier in den Stadtparks. Und diese Woche Freitag haben wir Krafttraining, da machen wir ein bisschen was mit Medizinbällen und ja, quasi Koordinationsübungen und dann haben wir nächste Woche ja schon das erste Meisterschaftsspiel wieder. Ihr seht, es ist immer wieder unterschiedlich, Freunde. Es kommt immer auf die Situation an. Haben wir gerade ein Spiel, haben wir kein Spiel und danach wird der Hobby, das ist unser Trainer, das Training dann live. Alter, 05116 fragt, wann wurde der Verein gegründet? Der Verein ist gegründet worden 1927, wenn ich mich nicht irre, Freunde. Ist das richtig? 1927? Das kann gut sein. Und der wird nämlich dieses Jahr 90 Jahre alt und da gibt es nämlich das ein oder andere Jubiläum bei uns zu feiern, riesengroße Party, auch Sachen mit euch werden natürlich passieren, dazu, wenn wir neue Informationen haben, natürlich auch, es gibt ein Probetraining, wo ihr mich kennenlernen könnt, da draußen die Community, wenn ihr aus dem Kreis kommt, es kommen auf jeden Fall viele, viele coole Sachen auf euch zu. Ein Verein, der 90 Jahre hält, ist natürlich eher selten und das gibt es auch nicht so oft, Freunde. Wir wollen natürlich das 100-Jährige schaffen und mal schauen. In 10 Jahren, da bin ich dann 36, ob ich dann auch noch im Verein spiele, das weiß ich nicht. Und ob ich dann euch noch die Videos präsentieren kann, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber was ich weiß ist, dass ich gerne zu dem Zeitpunkt noch im Verein tätig sein möchte, sei es im Vorstand oder sonstigen. Einfach weil ich dieses Verein oder dieses Dorf einfach ungemein liebe. Freunde, jetzt kommen wir zur letzten Frage dieses Videos. Ihr wisst natürlich Bescheid, am Donnerstag wird es nochmal ein Video geben, dann mit der kompletten Mannschaft. Es war jetzt einfach viel zu viele Fragen und vielen Dank dafür. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Wir beantworten jetzt die letzte Frage von Julian. Hattest du mal eine Position, die dir besser gefallen hat als die jetzige, die du aber nicht mehr spielen durftest, weil du oder ein anderer besser wart? Ich bin mega glücklich auf der Position, die ich spiele. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Innenverteidiger gespielt, habe dann letzte Saison zum Trainer gesagt, pass mal auf,
wir haben keinen richtigen Linksverteidiger mehr, ich kann auch mit dem linken Fuß spielen, stell mich doch mal links auf, das hat ganz gut geklappt. Und ja, ich bin einfach glücklich gerade, wo ich spiele. Natürlich habe ich früher höher gespielt, also höher, also von der Position her. Ich habe im Mittelfeld gespielt und irgendwann wurde ich dann immer weiter zurückgedrängt. Ja, aber jetzt wurde ich auf der Position, auf der ich spiele, bin ich mega glücklich und ich kann mir gar keine bessere für mich vorstellen, Freunde. Das war es vom Video. Denkt dran, dass am Donnerstag ein weiteres Fragenvideo kommt. Ihr könnt gerne auf dem Post von Instagram, da ist die Mannschaft auch gebildet, ich zeige euch das Bild hier mal, dort einfach weiter kommentieren. Ich nehme immer noch weitere Fragen auf und die besten kommen ins Video. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die krasse Zusammenarbeit und für den krassen Support. Das bedeutet mir mega, mega viel und ich würde sagen, wir sehen uns frisch und munter morgen wieder, wenn es wieder heißt Karrieremodus. Vielen Dank an euch, schönen Tag euch noch, bis zum nächsten Mal bei Peterle. Haut rein und ciao.